Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal geht's um die Restauration oder Aufarbeitung eines alten Maschinchen. Einer alten Handmaschine. Als erstes zeige ich euch hier, das ist das, was wir rausgebaut haben. Das sind die verklemmten Kabel gewesen und durch die Wärmeeinwirkung dieses Schweißgerätes ist die ganze Isolierung kaputt gegangen und mürbe. Es zerfällt also alles. Hier wurde ein neuer Kabel installiert. Der hat eine Belastung bis 3600 Watt. Entschuldigung, 3000. Dieser neue Kabel hat eine Belastung von 3500 Watt maximal und 16 Ampere. Das müsste hierfür ausreichen, weil das ist auch ein Gerät für 220 Volt. Ich hoffe, dass ihr bei der Vorstellung schon rausgefunden habt, wofür das Teil ist. Das ist ein sogenanntes Bandsägenblätter-Schweißgerät. Also hiermit kann man defekte Bandsägeblätter verschweißen. Ich muss hier noch ein bisschen aufarbeiten. Das werde ich jetzt machen. Ich werde es wahrscheinlich auch noch ein bisschen neu lackieren. In diesem Grauton nämlich. Das sieht so schäbig aus. Das macht keinen Spaß. Das werde ich jetzt die ganze Zeit machen. Ich werde das Ganze hier schleifen. Wenn das soweit fertig ist, zeige ich euch wieder, weil das jetzt stundenlang zuschauen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu langweilig.
So, hier habe ich jetzt einige Teile mit einer Messingbürste sauber gemacht. Das war die einfachste Methode, um den Flugrost zu entfernen. Wie man sieht, es ist nicht sehr durchgerostet, trotz des Alters. So, diese Metallteile gehören hier rein. Hier kommt diese Spannschraube rein. Die ist da drin, damit das Teil hier nicht rausrutschen kann. Dafür sind die Löcher drin. So, jetzt werde ich noch mal mit dem Lappen ein bisschen abreiben. Das Gröbste wäre jetzt geschehen. So, ich habe vor, wenn ich da noch Farbe habe, dieses in einem Grauton nachzustreichen, damit, gut, ich werde das nicht so machen, dass es wie neu aussieht, sondern ein bisschen die Farbe auffrischen, dass es nicht wieder neu rosten kann. Ein paar technische Daten. Dies ist ein Bandsägeblätter Schweißgerät, das heißt, in den 40er Jahren oder 50er Jahren, auch zu meiner Zeit, wurden Bandsägeblätter in der Tischlerei noch selber zusammengeschweißt. Und das ist hier Modell Nummer 2 von der Firma Ideal, deutsches Reichspatent. AP ist, glaube ich, für Apparat, ein zweistufiges Gerät. Das war hier vorher ausgezeichnet mit 6 Ampere. Es ist aber 10 Ampere eingestanzt, also wird das wohl irgendwann verbessert worden sein. Und es ist für eine Bandsägenbreite, also für Blätter bis 45 mm. Das sind also schon ganz schöne Kaliber. Na, die Breite wäre das. Und es läuft über 220 Volt und hat wahrscheinlich eine Ausgangsperiode von 50 Volt. Das habe ich jetzt rausgefunden, weil auf diesen zwei Blöcken steht einmal 220 und einmal 50. Ich vermute, dass auf der Stufe 1 50 Volt durchgehen, wo die Kraft von 50 Volt. Ich habe selber auch nochmal nachgetestet mit einem Spannungsprüfer. Es ist also keine Spannung auf dem Außengerät. Bohre ich das jetzt mit Farbe auffrische, habe ich vor, auch noch einen kleinen Test zu machen. Aber ich muss mal gucken, wie ich das machen kann, weil ich besitze leider keine Bandsägenblätter mehr.
Weil diese alte Bandsäge von meinem Großvater, die existiert wahrscheinlich nicht mehr. Ich schalte euch gleich wieder dazu, wenn ich hier einen Test mache. So, ich zeige jetzt mal die Funktionsweise dieses Schweißgeräts und auch mal zur Überprüfung, dass wir keinen Strom drauf haben. Wenn ihr achtet, hört ihr das Summen. Es geht also hier nichts an. Da passiert auch nichts. Jetzt passt mal auf. Ich habe hier ein Metall-Eisensägeblatt. Mal gucken, ob ich da noch was anderes habe. Wäre vielleicht sehr interessant, aber leider nicht. Ich sperre das hier rein. Normal bis zum Anschlag. Ich mache es jetzt mal ein bisschen vorne zur Demonstration. Spanne das hier und das hier ein. Jetzt passt mal auf, was passiert. Stufe 1. Achtet drauf, was passiert, das wird heiß. Und Stufe 2. Seht ihr, wie hellrot das wird? Wenn ich das jetzt runterdrücke und da ein Lötzinn habe oder ein Lot, dann könnte ich das zusammenschweißen. Es ist auch nicht heiß. Hier auch nicht mehr. Ich spanne es wieder aus. Ich habe hier eine kleine Welle drin, das ist klar. Weil irgendwo geht ja die Spannung hin. Bei einem Sägeblatt ist es so, ich nehme mal einen Stift dabei, ich halte das Papier mal hier drüber, das liegt also hier zwischendrin. Und durch den Strom wird es heiß und ein Sägeblatt ist, wenn ich das Blatt jetzt so sehe, hochkant. Wird es so schräg angefeilt. Einmal diese Seite und einmal diese Seite. Ich hoffe, dass man das erkennen kann. Ja. Dadurch schiebt man die zwei Materialstärken übereinander und das verzahnt sich nachher ineinander. Und wenn ich ein Lot dazwischen mache, oder ja, Lot, es ist Heißlöten, und dadurch wird das gepresst und man hält eine stabile Verbindung. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht. Ich kann es gerne nochmal demonstrieren. Spann das fest. Ich schaue mal auf die Uhr. Ich mache das auf der Stufe 2. So, jetzt warten wir.
Ich habe es jetzt auf der 6. In 3 Sekunden war das rot. Also, und es ist auch schon wieder kalt. Also ihr seht, ich pack's mit dem Finger an, passiert nichts. Also wenn ich überlege, war die Technik auch nicht schlecht früher. Gut, man sieht natürlich hier ein bisschen blau, ist klar bei dem Material, aber man muss jetzt sagen, das Material wird ja durch die Wärme gedehnt und auch gestaucht. Da ich hier ein einzelnes Teil habe, habe ich natürlich an den Seiten, ich müsste das mit einem Sägeblatt probieren, da müsste ich aber Lötzinn haben und ein Sägeblatt, dann könnte ich das ausprobieren. Habe ich aber nicht. Also kann ich euch das nur so zeigen und ich werde das noch farbig machen und dann zeige ich euch, wenn es fertig ist, das Ganze nochmal. So, ich habe jetzt hier fast fertig meine Oberflächenbehandlung. Aber das kann man jetzt hierbei eigentlich nicht sagen. Oberflächenbehandlung, das ist eigentlich ein bisschen überpinseln mit einer Rostschutzfarbe. Farbe und Grundierung in einem. Entspricht natürlich nicht dem Farbstandard der damaligen Zeit, der 30er, 40er Jahre, wo das Teil mal gebaut wurde. Aber ich wollte es davor schützen, dass es weiter rosten kann und den Farbton etwas anpassen. So scheint es gut zu sein. Das war jetzt so ein bisschen optische Verschönerung. Die Funktionsfähigkeit hatte ich euch gezeigt, aber dabei gibt es wahrscheinlich ein Problem. Man muss darauf achten, dass die Pluspolarität passt, nämlich ich habe einmal den Stecker andersrum reingedreht, da ist mir die Sicherung rausgeflogen. Das war natürlich nicht so angenehm, also wird hier wahrscheinlich ein Stecker dran müssen. Ich habe mal das hier mit Neutralleiter bezeichnet, wo die abgehende Phase ist. Weil das hat funktioniert. Wenn ich über den Neutralleiter die Plusphase lege, was bei einem 220 Volt Gerät heutzutage kein Problem ist, passiert nichts, aber hier haut die Sicherung raus. Vielleicht liegt es auch an der Spule, die da drin ist. Das ist ja ein sogenanntes Schweißgerät, was Energie aufbaut. Ihr habt es ja gesehen, es funktioniert. Das Sägeblatt wird erhitzt. Wenn ich ein Lot dazwischen tue, kann ich es verschweißen.
Das war zu seiner Zeit in den 30, 40er Jahren Stand der Technik. Heute gibt es da wahrscheinlich elektronisch gesteuerte Sachen, die wesentlich besser sind, aber auch ein paar Euro mehr kosten. Ich danke erstmal fürs Zuschauen und denkt dran, mir einen Daumen zu geben. Das hilft mir weiter. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, denkt dran, Glocke drücken und abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Recht schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.